Jo Leute, willkommen zurück zum neuen Part von Wasteland 2. Im letzten Part sind wir hier angekommen und wollten den Typen da retten, der sein Bein gebrochen hat. Aber ist ja leider fehlgeschlagen. Aber bevor ich das mache, wollte ich einmal mit euch die Skill-Punkte verteilen. Die Fertigkeitspunkte, weil ich habe, wie gesehen, 8 Stück. Das machen wir mal. Da will ich eigentlich einmal in die Toaster-Reparatur gehen. Dann will ich in Alarme entschärfen entgehen. Das machen die anderen schon. Und dann wollte ich in Pistolen oder in Führung gehen. Was machen wir da? In Handfeuerwaffen natürlich. Dann haben wir das schon mal fertig, Leute. Das erhöhen wir mal. Bestätigen. Jawohl. Dann gehen wir auf unseren Sniper. Ah, der hat schon ein bisschen mehr drauf hier. Instandsetzung natürlich und dann wollte ich, ah ne, Instandsetzung lasse ich erstmal reduzieren. Ich wollte in Chirurg und in seine Scharfschützenfähigkeiten investieren. Bestätigen wir mal. So, als nächstes ist auch er dran. Da gehe ich in, mache ich in Tresor knacken? Ne, Tresor knacken lasse ich. Nein, 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 nein. Nein, ich habe das bestätigt. Scheiße, egal, machen wir Maschinenpistolen. Ich wollte eigentlich in Schlösser knacken investieren, aber egal. Bestätigen wir das. So, sie natürlich geht als Sanitäter, na klar. Dann Feilschen ist ganz gut. Und Klugscheißer ist auf 3, Feilschen ist jetzt auf 4. Auffassungsgabe. Gehe ich auf Energiewaffen. Das kostet zu viel. Informatik. Qualität habe ich geskillt. Klugscheißer könnte ich skillen. Ist auf 3. Wegen so einer, wegen so einem Perk ist auf 3. Falschen auf 4. Auch nicht Informatik. Dann machen wir Klugscheißer skillen wir dann halt. So. Und zu guter Letzt meine wunderbare Angela. Natürlich Sturmgewehre. Ruhe Gewalt. Das geben wir bei ihr. So Leute, dann haben wir das geskillt bei jedem Einzelnen. Speichern wir mal eben nochmal ab. Und dann versuchen wir nochmal dem Typen hier zu helfen. Wir haben ja hier gespeichert. Untersuchen. Dieser Mann windet sich vor Schmerz. Aber 0%, man sieht's hier. Warum 0%? Ich verstehe es nicht. Ich versuch's trotzdem nochmal. Wenn ja, laden wir nochmal. Aber warum 0%? Das verstehe ich nicht. Ja, man sieht's hier. Spiel laden. Wieso? Ich verstehe nicht, warum ich hier nur 0% habe. Ich habe das hier auf 4 gelevelt. Ne? Chirurgenkraft. Also. Aber trotzdem macht das nicht. Ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn nicht, müssen wir halt ihn liegen lassen. Wenn es nicht geht, dann ist es halt so. Ja, halte ich Augen offen nach Stolperdrähten und Alarmanlagen. Alles klar. Kein Problem. So, lad schneller, genau. Oder muss er das machen, weil er Chirurg ist? Ah, jetzt. Ah, er hat 65. Ah. Jetzt verstehe ich. Er muss es machen, weil er 65% hat. Jetzt habe ich es verstanden. Und es hat auch so gleich geklappt. Wunderbar. Dieser Mann steht in der Mitte einer angekohlten Stelle auf der Erde. Sieht so aus, als hätte er eine Art Biene ausgelöst. Die Wunde an seinem Bein wurde fachgerecht verarztet und ist außer unmittelbarer Gefahr. Ah, danke Ranger. Ich glaube, ich wäre draufgegangen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Nicht zu glauben, dass ich eine Kaffeedosenbombe übersehen habe, die hier eingebuddelt war. Ich habe die Schnauze voll von den verdammten Atchinsons und den scheiß Bomben. Warum würde jemand eine Bombe so nah am Lager legen? Scheiße, die Atchinsons verteilen die selbstgebastelten Höllendinger überall im Camp. Sie sagen, dass sie das nur tun, weil Kikaba
und seine Chopper sie töten, aber verdammt, sie haben den Kampf angefangen. Erzählen wir was über die Atchinsons. Wir waren mal Brüder, aber Topkins haben zusammengearbeitet. Sie haben Gleise gelegt und die Züge gefahren, bis sie verrückt geworden sind, den Zug zerstört haben und angefangen haben, uns auszubomben. Aber ihr solltet Kekaba fragen, wenn ihr die ganze Story hören wollt. Wisst ihr was über Kekaba? Der Anführer der Topkins. Ah, sorry, ich habe immer noch Schmerzen. Er ist in der Versammlungshalle hinter der Kurve die Straße lang. Bitte findet ihn für mich. Alles klar, auf Wiedersehen. So, den haben wir gerettet. Wunderbar. Gucken wir eben auf der Karte, wo wir sind. Ah ja, hier ist ein Lager oder sowas, ne? Seid ihr freundlich? Ja, ihr seid freundlich. Wunderbar. Überqueren, da gehen wir noch nicht rein. Hier sind überall... Auf dem Schild steht kein erlaubtes Betreten. Atchinsons werden auf der Stelle erschossen. Hier können wir überall reingehen. Aber wir... Alles klar. Alles klar. So, wir gucken uns aber trotzdem erstmal um, bevor wir in die Häuser gehen. Wer bist du denn? Ach, okay, kann man nicht sprechen, alles klar. Wo sind wir denn hier? Wir gehen erstmal hier hoch. Mal gucken. Aber es ist ein riesiges Gebiet, wie mir scheint. Weil es ist schon heftig, das Gebiet hier. So, auf der Karte gucken, wo wir hingehen. Wir gehen jetzt hier rechts hoch. Was haben wir hier? Nichts, alles klar. Gehen wir mal unter der Brücke entlang. Alles klar, wieder so ein Funkspruch. Alles klar, seid ihr feindlich oder seid ihr friedlich? Penner. Die Landstreicher tun euch nichts. Alles klar, der tut mir nichts. Ne, die tun mir echt nichts, wunderbar. Hicks, alle besoffen. Wer bist du? Ah! Scotchmo. Von diesem Landstreicher geht ein ganz besonderer, widerlicher Geruch aus. Er hätte ein bereites Grinsen über seine Augen starren ins Leere. In den Händen hält er ein Schild mit Auftritt Töte für Essen. Ich war ein recht guter Kämpfer, bevor ich mich den Suff trieben. Wollte immer die Ranger werden. Kann ich mich euch anschließen? Nattersprit. Das beste Gesöff in den ganzen Lande. Ich sag immer, ein Mann muss sich um nichts sorgen, solange er seinen Kopf leer und seine Leber gefüllt hält. Ja, wir nehmen ihn mit, weil wir kriegen ja von der Ranger-Zitadelle, wenn wir neue rekrutieren, Sachen. Deswegen, komm mit. Ja, wunderbar. Deswegen nehmen wir ihn mit, weil wir kriegen ja von der Ranger-Zitadelle, dann Bonus, wenn wir neue Leute rekrutieren. Und somit, ne, lassen wir den nicht einfach hier in dem Pennerlager. So, wo sind wir hier? War es das schon? In diesem... Na, hier geht's auch her. Was haben wir hier? Es muss wohl der verfaulten Leiche gehören, sofern es nicht wieder... Normales Ranger-Logbuch.
Ranger haben wir hier. Hellraiser. Alles klar, wir haben ja einen toten Ranger gefunden. Alles klar. Alles klar. Ihr könnt euch hier oben durchlesen, was da steht, weil es geht immer so schnell weg. Was haben wir denn hier gefunden? Ein Transformer. Back and Spell, Munition und Scrap. Das ist sehr schön. Also, was ist das denn hier eigentlich? Ne? Du siehst, dass sie kurz davor ist, eine ehemalige Schildkröte zu sein. Ruhe Gewalt? Nee. Warte mal, ich kann Sanitäter einsetzen. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich kann Sanitäter bei dir einsetzen. Das heißt, wo ist meine Sanitäterin? Genau, hier. Sanitäter 100%. Auf die Schildkröte. Na, jetzt heile ich den. Bin ich doof. Abbrechen. Kann man es abbrechen? Jetzt kann man nicht abbrechen. Ich will eigentlich Sanitäter. Nein, der hält. Oh, das kann man abbrechen, aber trotzdem, was ist das? Hey, was kann man denn da machen? Sanitäter 100%. Ja, ich bin ja gerade auf der. Drauf. Warte mal, ich mach das mal so. Nee, kommt mal alle mit, bitte. Ah, nee, das wollte ich eigentlich. Das wollte ich ein bisschen genau so. Und dann gehe ich mal alleine mit dahin. Ah, ich wollte nicht reporten. Ja, Tierflüsterin habe ich nicht. Nicht verfügbar, Ruhegewalt 0. Alles klar, ich weiß nicht, was ich damit machen muss. Leute, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich damit machen muss. Mit der Schildkröte. Würde mich mal interessieren. Deswegen lassen wir die erstmal da liegen. War es das dann in dem Gebiet soweit? Scheint so. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was man mal mit der wunderbaren Schildkröte so machen kann. Dann ziehen wir auch direkt mal weiter. Sein Geheimvorrat. Er weiß aber nicht, wo er es hingetan hat. Alles klar. Er weiß es nicht. Dann müssen wir halt gucken. Schon wieder ein Funkspruch. Alles klar. Was haben wir hier? Das sieht gefährlich aus. Was haben wir hier? Untersuchen. Eine Kaffeedose voller Sprengstoff. Alles klar. Ich habe ja keinen, der Sprengstoff kann, oder? Nee. Ja, Sanitäter, aber ich brauche jemanden, der Sprengstoff kann. Nee. Sprechen wir mal mit dem hier, mit Jesse. Ah, das ist sie. Genau. Das ist die, wo wir den Ralfi getötet, gerettet haben. Was haben wir hier? Diese Reifenschau sieht aus wie eine Todesfalle. Wie eine Todesfalle. Alles klar, wir speichern mal eben.
Und schauen uns mal diese Todesfalle an. Schauen wir, was passiert. Alles klar, erfolgreich. Das war's schon, okay. Das ist die Jessie, wo wir den Ralph geholfen haben, den Ralphie. Ah, wir sind einmal im Kreis gelaufen, wie scheint. Genau, da ist die Blutlache von dem einen. Wir sind also einmal im Kreis gelaufen. Wir gehen eben nochmal zurück, da ging nämlich noch eine Abzweigung her. Wie mir gescheint hat. Hier nämlich, oder? Ja. Oder bin ich von da gekommen? Ich bin von da gekommen, sorry. Dann geht's halt hierher, richtig? Genau. Ach, du weißt, du brauchst deinen Schnattersprit, braucht der. Hier geht's runter, richtig? Ja, hier gehen wir mal runter. Was war das jetzt so? Staubmäßiges? Nichts, alles klar. Aber das Gebiet ist riesengroß. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Schildkröte machen kann. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Was haben wir denn hier? Gräber. Man kann die Gräber ausheben. Das speichere ich auch nochmal. Bevor irgendeiner was dagegen hat. Deswegen... Wir graben die einfach mal aus, die Leute. Schau mal, was hat, was uns da... Scrap, sehr schön. Es hat aber keiner was dagegen oder so. Doch, er hat was dagegen. Ich mach das aber, du Arsch. Okay. Das meine ich. Der hat was dagegen. Der Typ hat was dagegen. Deswegen, weißt du, was wir machen? Wir lassen den Typen weiter... nach hinten stehen, wir lassen den stehen, wir gehen dann, ich gehe dann alleine dahin und räume das aus. Besser ist das, damit uns keiner erwischt oder sowas. Dann machen wir das so, dass ich alleine dahin gehe und die Gräber aus, ne, plünder. Ist, glaube ich, am besten. Bevor er wieder in Rage fällt, der Typ da, der alte Penner. Gerade mal eben in der Gruppe und direkt will er uns auf den Sack hauen. So, komm mal bitte wieder zurück. So, einmal hier hin. Und ich gehe alleine jetzt dahin. Ihr bleibt da. Und ich plünder eben die... Ah, nee, ah, das ist der Falsche. Ich wollte schon, dass er... Alter, ich hätte schon mit dem die Plünder geräumt. Die Gräber aufgemacht. Mit dem Penner. Aber ich wollte ja mit mir selber die Gräber aufmachen. Ich hoffe, er sieht das nicht von da hinten. Ich glaube nicht. Wunderbar. Dann können wir ja in Ruhe ausrauben. Ein Anhänger. Einfach mal machen. Kostet jetzt was wolle. Was haben wir hier? Ein altes Kondom. Nicht euer Ernst, ne? Dass ich das jetzt mit mir rumschleppe, das alte Kondom da. Scrap ist immer gut. Aber ein altes Kondom, ich wollte mich da auf den Arm nehmen. Ne. Ein Holzauge. Was hat ein altes Kondom da zu suchen? Mysterious, sag ich euch. So, wir räumen immer, wir plündern nochmal eben die Gräber und dann mache ich auch Schluss mit der Folge. Haben wir hier einen Tonzauberer, ein seltener kleiner Zauberer aus Ton. Alles klar, also was Wertvolles. Bestimmt ein Questgegenstand oder sowas, wer weiß. Hier haben wir noch was Scrap drin. Da ist ein Toaster, sehe ich gerade. Den wir reparieren könnten. Wenn ich genug Skill dazu habe. Nochmal ausrauben. Was? Du sollst den? Genau, so. Gucken wir mal eben, wie viel Prozent der Toaster hat. Eine leere Flasche. Was haben wir hier? Toaster. Was habe ich? 15%. Nee, nee, das ist zu wenig. Ja, gut.
So, aber eben meine Leute nochmal versammeln. Zack. Ja, Leute, dann war's das mit der Folge hier. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt Feedback in die Kommentare, wie euch der Part gefallen hat. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Wasteland 2. Ich bin raus. Peace.